Welcher Rechtsanwalt hat Ahnung von Trading und Anlagebetrügern? Wer kennt sich aus und wie findet man da sein Geld, das man investiert hat, das man in die Hände der Anlagebetrüger gegeben hat? Eine wichtige Frage für viele Anleger, wenn sie wissen möchten, insbesondere wenn sie ein Opfer von Anlagebetrügern im Trading geworden sind. Dann schauen Sie sich diesen Film an und lesen Sie vor allen Dingen auch den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anlageanwalt Jochen Resch. Thema Trading, also das Handeln an irgendwelchen Börsen oder irgendwelchen Plattformen. Das hat enorm zugenommen in den letzten Monaten und Jahren. Da gibt es Plattformen, die im Internet werben. Und wenn man sich mit denen in Verbindung setzt, dann wird man oft sein blaues Wunder erleben. Meistens ist es aber andersrum. Man bekommt einen Anruf, einen Cold Call, so heißt es in der Branche. Viele fragen sich vorher, wissen die meinen Namen? Wahrscheinlich ist vorher auf irgendeiner anderen Webseite mal angeklickt worden, dass man sich für so etwas interessiert und vielleicht hat man sich sogar registriert. Die Namen, die Adressen, die Telefonnummern von solchen potenziellen Kunden sind Gold wert. Die werden gehandelt da an der Szene. Denn da kann man viel Geld mit verdienen. Also man bekommt den Cold Call. Die Anrufer sind psychologisch im höchsten Maße geschult. Also wenn es nicht so kriminell wäre, könnte man richtig Respekt vor denen haben und Bewunderung haben, wie die es schaffen, am Telefon ihre Opfer um den Finger zu wickeln und sie zu veranlassen, wirklich Tausende, Hunderttausende, manchmal sogar Millionen auf irgendwelche dubiosen Konten zu überweisen. Also eine sehr psychologisch spannende Sache. Man fragt sich natürlich, ist das Geld nicht weg, wenn man das gemacht hat? Die Anleger werden ja hingehalten, es wird immer mehr investiert und es wird immer mehr rausgeholt. Der gute Vermittler, der gute Berater schafft es ja tatsächlich, den letzten Cent aus dem Anleger rauszuholen, bevor dann das Ding platzt, es wird kein Kontakt mehr und der Anleger merkt dann voller Entsetzen, ist ein Schockstarre, dass sein Geld weg ist. Was soll er tun? Die meisten machen gar nichts. Manche gehen zur Polizei. Immer etwas wird in vielen Fällen nicht wirklich weiterhelfen, weil die Polizei ist oft überfordert. Und die Frage, ist das ein wirklicher Betrug oder ist es einfach nur schief gelaufen, ist auch noch zu klären. Und so Einzelfälle anzugehen, macht auch nicht für die Polizei so wahnsinnig viel Sinn. Also es muss so ein bisschen ein Massenbetrug da sein, ein bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug, wie das in der Fachsprache heißt. Und wir müssen als Anwälte sehen, dass wir so eine Art, ja, ich nenne mal ein falsches Wort, so eine Art Sammelverfahren einbringen, wo also viele Geschädigte sich zusammentun, um zu sagen, hier ist was passiert. Wir gehen also auf der Schiene, bei diesen Trading-Sachen, der Schiene des Strafrechts vor, aber es gibt natürlich auch noch eine Schiene, wo wir die Banken ins Visier nehmen, wie solche Verhaltensmuster hätten erkennen müssen. Also im Trading kann man viele Fehler machen, man kann leicht sich dort auf eine völlig falsche Schiene begeben. Und bis man merkt, dass das alles nur Fake ist, dass das Scam ist, dass das alles nichts ist, es ist meistens zu spät. Wenn Sie wissen möchten, was man noch tun kann, Sie können uns gerne anrufen unter 0308859770 oder Sie können den Fragebogen ausfüllen, den Sie unten auf der Seite finden. Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Aber wichtig ist mal, dass Sie sehen, dass Sie was tun können und müssen. Und es kommt auch darauf an, dass man schnell handelt. Denn umso leichter ist es Ihnen, das Geld wieder zu beschaffen. Danke sehr.